Hörgeschädigte Kinder, die verschiedene Musikinstrumente lernen und spielen? Was im ersten Moment unmöglich klingt, ist an der Hartwig-Clausen-Schule bereits Realität. Mit der Initiative Aus der Stille in den Klang bietet Elena Kondraschowa seit 2018 mehreren Schülern parallel zum normalen Schulunterricht wöchentlich eine Einheit Einzelunterricht am Klavier oder der Geige an. Was für die leidenschaftliche Konzertviolinistin, Musikwissenschaftlerin und Pädagogin Elena Kondraschowa in ihrer Jugend als Spiel mit ihrer eigenen hörgeschädigten Schwester begann, hat sich mittlerweile zu einem einzigartigen Vorzeigeprojekt in Hannover entwickelt. Ich möchte, dass hörende Kinder mit nicht hörenden Kindern zusammen in einer Gruppe musizieren können, dass Kinder sich besser entwickeln, dass Kinder besser im Leben mitkommen. Ich kann sagen, ich erwarte kein Wunder, aber ich bin für Wunder bereit. Im Unterricht ist voller Körpereinsatz gefragt. Die mit einem Cochlea-Implantat ausgestatteten Kinder erlernen die Violine, indem sie die Vibrationen auf dem Schlüsselbein spüren. Oder sie lernen beispielsweise Tonhöhen über die Höhe einzelner Treppenstufen. Elena Kondraschowa schafft es mit ihrer Methodik, oder einfach gesagt, über Umwege und Abkürzungen und unter vollem Körpereinsatz und kindgerecht, die Musik und das jeweilige Instrument den Kindern beizubringen. Und das mit Erfolg. Die Kinder haben auch schon erste Auftritte absolviert. Beispielsweise beim Sommerfest im Cochlea-Implantatzentrum in Hannover. Der von Geburt an hörgeschädigte Merdan entscheidet sich für die Geige. Es ist Liebe auf den ersten Ton. Merdans Geige ist von dem Geigenbaumeister Björn Lampe in Hildesheim individuell für Merdan ausgesucht und angepasst. Mal streicht Merdan die Saiten seiner Geige, mal zupft er sie mit den Fingern. Die Entwicklung Merdans, ebenso wie die der anderen Kinder an ihren Instrumenten und auch auf ihrer individuellen Ebene, ist bewundernswert. Es fand bei den teilnehmenden Kindern ein erkennbarer Fortschritt in ihrer Konzentration, in ihrem Selbstbewusstsein und sogar in ihrem Hörvermögen statt. Weitere Informationen zum Projekt Aus der Stille in den Klang und zum Konzept finden Sie über www.aktion-kindertraum.de.